Was denkst du, ist das? I'm scared, Nisse. Was ist das nächste? Arme bewegt sich was? Nein! Was er auf Kopf beißt, gell? Oh, wow. Grüß Gott, Herr Andreas! Kennen Sie sich einmal freiwochen? Ich bin hier wegen einem gebrochenen Zeh. Ich bin da die Ärztin. Ihr habt das Weiter. Konzentriere dich einfach nur auf meine Stimme. Atme mal einmal tief ein. Und schlaf. Bei uns in Graz gibt es so ein Spiel, da nimmt man eine Tasse und abwechselnd muss man sie fallen lassen aus immer steigender Höhe. Ich fange jetzt an. Du bist dran. Oh. Digga! Seht ihr, der Tasse kann gar nichts passieren. Ihr müsst jetzt zuschauen und lernen. Eins. Zwei. Drei. Oh. Es gibt echt Menschen, bei denen die Nasen-OP richtig nach hinten losgeht. Warum schaust du mich so an? Eigentlich geht es heute darum, einmal jeden von euch zu zeigen, wie das so ist bei einer Geburt. Also die Schmerzen von einer Geburt. An dieser Leben ist gerade an ihm vorbeigezogen. Alter, das simuliert nur ein bisschen Elektroschocks auf Muskeln. Das Ding ist, im Internet gibt es ganz viele Videos, wo Leute so tun, als wird das Ding, also voll viele denken, das wird als nie im Leben sind das Geburtsschmerzen. Dann zieh sich einfach mit Gesicht. Nein, wir singen einfach. Wir singen einfach. Gibt's eigentlich, oh mein Gott, das ist jetzt echt a weird question, kann man sich seinen Penis vergrößern lassen? Mhm. Also, keine Ahnung. Ich bin hier gerade mit Michaela, Ich bin hier gerade mit Michaela Schäfer. Auf die Augen schauen, auf die Augen schauen. Hast du jetzt hingeguckt? Ich trau mich nicht. Meine Mama sieht das an. Boah, ich hatte gerade den krassesten Traum, Mann. Ich komme gerade so aus dem Meer raus und dann steht einfach Hannah wie eine persische Göttin. So, am Anfang dachte ich ja, sie will mit mir flirten und dann meinte ich so, hey Digga, du hast ein Tier auf dem Bein. Hey, meinst du so eine Qualle? Nee, Digga, ein Gorilla. Aber alles in allem war es ein schöner Traum. Wir hatten dann noch Sex am Strand. Was, du und Hannah? Nein, Mann. Stufe 4. Wie sich deine Beine bewegen, wenn ich drücke? Und ausatmen. Hast du dir ein Geheimnis verraten? Ja. Die Rausziehmethode funktioniert gar nicht so 100%. Ich leg's jetzt ganz langsam auf dich drauf. Okay, bist du ready? Nein. 3, 2, 1. Bin ich? Oh mein Gott. Wie süß. Aber warum liege ich am Kloboden? Damit das Ding nicht davonläuft. Ich bin der Monopoly-Mann. Ja. Haben Sie eigentlich schon mal einen Flammenwerfer benutzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nimm mir mal den Flammenwerfer. Hanna, nein! Hanna! Du schießt mit dem Flammenwerfer beruflich. Hast du schon mal was angezündet, unabsichtlich? Unabsichtlich, ja. Unabsichtlich! Meine Wimpern, ja. Oh. Ich hab keinen Stufenschnitt, die waren irgendwann... Meine Freundin hat mir erzählt, sie haben hier diese Heftchen, wo man so Dinge sieht. Erotisch hier, oder was? Ja, so in die Art, so ein bisschen erotisch. Das sind so Tiere und Menschen gemeinsam. Was ist wirklich der Altranker? Genau, genau. Haben Sie hier? Danke Ihnen, danke. Sie kennt sich doch. Ja, so was haben wir. Und hat sie so angesprochen, was das ist und so. Da hinten gehen sie nur. Nein, das gibt's nicht. Ja, und wieso haben wir es jetzt nicht gekauft? Wir tindern jetzt gemeinsam für Sandra. Warum ist der Bio 2 Austrian Girls looking for Pauli? Yeah. Wieso suchst du dir eigentlich keinen Typen im realen Leben? Hi. Entschuldigung, wie heißt du? Nemo. Nemo? Man darf heißt Google. So. Ich würde einfach nur sagen, dass du alles bist, wonach ich suche. Boah, das ist schlecht. Naja, ich habe gehört, wenn man Alkohol in eine Sprühflasche füllt und das in die Luft sprüht, haben Leute psychologisch gesehen automatisch mehr Bock zu saufen. Aber ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir spielen jetzt PowerPoint-Karaoke. Da bekommt man eine PowerPoint, die man noch nie gesehen hat. Und man muss trotzdem so vortragen, als hätte man voll den Plan. You're a. You're a. Ja, willkommen zu meiner Präsentation zu den Vorteilen von Hochzeiten im Winter. Das ist Make-up schmilzt nicht. Das ist nämlich jetzt nicht glücklich, weil ich im Sommer geheiratet habe. Deswegen, das ist eine geile Präsentation. Niemand wird stinken. Du und Marvin, ihr seid ja jetzt schon eine Weile zusammen. Hast du eine Rot-Grün-Schwäche oder einfach nur ein Pumuckl-Fetisch? Wie alt bist du nochmal? 16. Wie alt bist du? 20. Das heißt, du sagst dir, wo es lang geht und sie holt dich dann dort ab. Was ist los? Ihre Haare sind einfach am Fliegen. Ist das nicht krass? Was? Die so hier, wie die abstehen. Das sieht so geil aus.
Kosten halt komplett der Gravity. Seid ihr bereit für mein Lynch's Halloween-Kostüm? Mhm. Augen auf in 3, 2, 1, jetzt. Das Böse hat keine Chance. Was bist du? Superman. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Was ist außerdem das hier? Das ist der Schleier. Das Cape. Ja, wir kommen zu meiner nächsten Präsentation, weil mir eine halb nicht genug ist heute. Harte Wahrheiten über das Erwachsensein. Man ist nicht unbesiegbar, habe ich auch gelernt, als mir der Bus überfahren hat. Weil ich dachte, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich es durchziehen. Ja, und du musst tatsächlich rausgehen und Glühbirnen kaufen. Das ist das Härteste am Erwachsensein, wenn du rausgehen musst und Glühbirnen kaufen. Ja, wenn du erwachsen bist, verlierst du den Kontakt zu Menschen, weil du offensichtlicherweise auch nicht mehr sprechen kannst, kein Handy hast. Manchmal kommen Leute zu mir und ich sage einfach, ey, sorry, ich weiß, du kennst mich, aber ich kenne dich nicht mehr, weil ich jetzt erwachsen bin. Alle meine ABBBFs sind jetzt weg. Die Lisa war tätowieren. Ihr erstes Tattoo ist ein Datum, und zwar das Datum von ihrem ersten Tattoo. Na, glaub mal, es ist ziemlich gut oben. Es ist ein Krokodil. Wie so ein Schnitzel. Wow, wie cool! Oh. Wir wissen nicht, ob die beißt oder nicht. Das ist mir egal. Okay. Was ist wichtiger, Charakter oder Arsch? Charakter. Brüste oder Arsch ist die bessere Frage. Charakter. Spielst du ein Instrument außer Dick? Das steht da nicht. Nein, außer Ukulele. Ja, ich hab, jetzt kommt's, was ich schon alles gespielt Dick. Hab. Hackbrett. Muss man dafür eine Hackfresse haben oder ist es bei dir Zufall? Sorry. Klarinette, Klavier, Gitarre. Und was von denen kannst du jetzt wirklich gut? Dick. Bei uns in Graz gibt's so ein Spiel, da muss man die Tasse immer ein bisschen höher heben und dann fallen lassen, so. Und jetzt bist du dran. Was ist das für ein Spiel? Die Straßen sind so nass, man könnte glatt Wasserski fahren. Also ich finde ja, wenn man eine gute Idee hat, ready, und sie auch funktioniert, es funktioniert, dann darf man die auf gar keinen Fall aufgeben. Denn wenn man etwas Neues probiert, dann erweitert sich der Horizont. Wir haben uns entschieden, wir machen das bei McDrive. Der Leon zieht eine Badehose an. Warte, warte, bist du dumm? Du kannst doch nicht mit deinem nackten Kopf hier so fahren. Ah, besser. Sieht aus, als hätten wir jemanden entführt. Sandra! Mein Chef ist so die Bitch. Echt? Hanna, so streng. Das ist voll wichtig wegen dem Piano. Hast du es auf 3-9 gestellt? Ich sag's dir, Mike Wallace Productions werden immer ärger. Ich bin zuständig für die Soundeffekte. Mhm. Ich mach da zum Beispiel die Lacher. Die Lacher füge ich alle ein. Mach mal. Das Wichtigste für Hypnose: Vorstellungskraft und Intelligenz. Oh je! Tief und fest dich halten. Fest, du sitzt immer tiefer. Wenn du versuchst, deinen Namen auszusprechen, kommt nur noch heiße Luft aus deinem Mund. Einmal die Augen auf, setz dich mal einmal entspannt hin. Wie heißt du denn nochmal? Wenn du glaubst, es geht, dann geht's noch weniger. Das ist so manipulativ. Je weniger ich sage, umso fester kleben die Hände fest. Jetzt kleben halt die Finger so fest. Du siehst sie so und sie geht so zu Bank. Ich so, ich mach jetzt ein Kooperationsvideo. Was hast du für eine Kooperation? Siemens. Ah, was macht Siemens? Die zahlen gut. Heute stelle ich euch was ganz Tolles vor. Ich liebe es. Ich liebe es. Mir ist alles von Siemens. In welchem Land liegt Tokio? Nein! Asien? Oh, Tokio? Ja. In welchem Land? Japan! Tokio? Na, Tokio war richtig. Ich hab gesagt, Tokio, wo liegt Tokio, habe ich gesagt. Das sind Alper und Jonas. Und weil die beiden total davon überzeugt sind, die größten Weiberhelden zu sein, war es Zeit für eine kleine Challenge. Und zwar müssen sie mit verbundenen Augen eine Dame finden und küssen, ohne die Augenbinde dabei abzunehmen. Der Verlierer stellt sich in die Menge, klopft auf so ein Glas und sagt so, ich habe einen Mikropenis. Willst du auch mitmachen? 3, 2, 1, los! Does she walk? Does she talk? Der Alper will was sagen! Scheiße. Ich habe einen Mikropenis!
Habt ihr gemerkt, dass niemand außer uns geklatscht hat? Niemand! Das ist Jonas. Er springt jetzt von der Brücke. Ich hab eine Wette verloren. Du springst auch, oder? Ich habe auch Bock. Also du hast keine Wette verloren? Nö. Wenn der sich umbringt. So, wir sehen alle das Boot nicht, das von links und rechts kommt. Ja. Wartet unten. Ja, so nach der Fische, Alter. Warum hast du eigentlich eine Kokosnuss dabei? Warum liegt die Kokosnuss? Warum liege ich am Kloboden? Warum liege ich am Kloboden? Oh nein, oh nein. Scheiße, die Cops kommen. Nein, der Schwan. Spring nicht auf den Schwan. Wow, he really did that. Alter, das klingt, als würde sich da unten jemand gefühlt in Werwolf war, weil der macht immer so tiefe Laute. So, und dann geht er wieder so hoch, so. Das ist voll krank, das ist so krank. Und ich denke mir dann einfach so, what the fuck, ich will nicht abgestochen werden für meine Pizzatonne um 2 Uhr nachts. Vielleicht erstickt er gerade an deiner Pizzatonne. Wenn es meine Pizzatonne ist, dann soll er dran ersticken. Sandra, komm mal. Darf ich dir mal was zeigen? Dein Obstkorb sieht einfach genau so aus. That satisfies me, you know. Andi, let's go. Warum hast du kein Shirt an? Warum hast du keine Hose? True. Ich arbeite jetzt mit Ökoschall. Warum habe ich keine normalen Freunde, die normalen Sachen mit mir machen? Sollen wir sie nass machen? Nein. Hey, nein, nicht das Klobodenshirt. Hier ist okay, aber das Klobodenshirt. Andi! Das Puder drauf. Ja, das Crease. Das Crease. Natürlich Crease. Was heißt denn das? Wenn du Crease habe ich auch gesehen, das ist ein Musical. Was, du bist in einem Musical? Ich sag's, wie es ist, Andi. Ist jetzt so, wie es ist? Ich sag's, wie es ist, es ist jetzt so, wie es ist. Zitat Ende. Man merkt, dass man ein Freund von Mike ist, wenn es einfach so ausschaut. Drüber, man merkt, dass man Sandra Hash ist. Der Arme. Er strahlt mit seinen Brüdern. Ich nicht glaube, dass er mit mir geredet hat. Der denkt, ich bin einer von seinen Mitmenschen. Ich glaube eher, der denkt, du bist sein Vogelnest. Was machst du da? Candy Crush. Hallo Leute. Ich stelle gerne ein paar Fragen auf Instagram. Wie ist es hier mit Candy Crush? Es ist... bombastisch. Zu mir Humor. Was haben die Tattoos für Bedeutungen? Darum erzähle ich mein Leben, was ich bis dato alles erreicht habe. Also. Same. Claudia McCarr nimmt uns mit auf ein Red Carpet Event. Na. Leider hatte Claudia nur noch ein extra Ticket, also hat sich Hannah genau das gleiche angezogen wie ich, um nicht aufzufallen. Der Plan war, dass sie sich heimlich zwischen die Paparazzi schmuggelt und das hat auch funktioniert. Claudia, bist du wirklich schwanger? Stimmen die Gerüchte über das Fußball? Claudia, einmal zu mir bitte. Claudia, wie läuft's mit OnlyFans? Keine Information. Na, du musst die Hände am Körper lassen. Es ist eine Schlange, bitte. Es ist keine Schlange. Das ist der schlimmste Moment in meinem Leben. Ich werde wieder so schief. Vorsichtig, vorsichtig. Es könnte beißen. Vorsichtig. Bitte nimm's. Es ist hier drüben, schau. Schon gefährlich. Es brennt schon ein bisschen. Ja. Die machen so eine Hautreaktion. Lass dich mal sehen. Ist das männlich? Das kann man nicht sagen, die sind noch viel zu klein dafür. Same. Wie oft werdet ihr deppert angegraben? Das muss man jetzt nicht nur eher sagen. Täglich, ja. Ja, aber ich habe mich aufrichtig dafür entschuldigt. Hanna kommt gleich vorbei und ich glaube, sie will uns pranken, also pranken wir sie zurück. Aber sie dich fast gar nicht, Leon. Warum hat sie sowas von? Wenn jemand fragt, was macht der Manager so? Ich habe mal gefragt, dass Hanna setzt sich einfach hin, es stinkt, jetzt pranken. Codewort ist Mausi. Was ist dein Codewort? Hello. Hello, my God. Hey, yeah. Mausi. Bock mir auf die Scheiße. Boah, ich muss was zeigen, was mir Valenti geschenkt hat. Was siehst du da? Peter. Ist das der Leon? Ja, wo ist Hanna? Ich hoffe, wer war schon noch? Hier auf der anderen Seite. Im Kasten. Fabian ist richtig pisst, weil die Nachbarn so laute Musik machen und Spybers will die Musik noch lauter haben. Viel lauter. Es reicht! Spybers geht jetzt rüber und tut so, als wäre er von der Hausverwaltung. Hausverwaltung Berlin, bitte. The music was very nice and I wanted to make it a bit lauter. Willst du zum Alkohol hier? Das war gerade so random. Ich hätte auch sein können, dass wir es abstechen können, also 50-50. 50-50! Hanna braucht ein bisschen Kleingeld, also habe ich mir was überlegt. Na! If you catch me at the border, I'll go visit in my neck. Ja, hast du jetzt meinen Vornamen und einen Nachnamen? Ich heiß Foto. Mit. Ja, ihr könnt einfach nur Foto zu mir suchen. Ich glaube, wir bekommen Hausverbot. Wenn nicht der erste Platz. Kannst du überhaupt Tennis? Ich bitte dich. 10 Euro, wenn du mit der Walze übers Spielfeld fährst. 20. 15. 5. Okay.
Oh nein. Hey, where did we go? Days when the rains came. Wie viel haben wir gesagt? 15? Okay. Verkackt. Hast du früher auch deine Sprüche? Boris hat es mir ab und zu mal ein bisschen beigebracht. Kannst du mal gern zeigen, ich habe meinen Schläger vergessen. Du bist das Rotkäppchen und die Marlene schießt der böse Wolf. Oma, warum hast du so eine große Nase? Ich habe eine Überraschung für die Boys. Grab your food, let's start walking. Drei, zwei. Oh mein f***ing Gott. Willst du mal anders? Ja. Oh mein Gott. Du siehst actually gut aus. Ich muss gerade gucken, dass ich nicht auf die Maps gucke. Oh mein Gott. Das schaut sogar schön aus. Ist er hübsch? Sexy. Sexy? Das sieht richtig gut aus. What the fuck? Das hier sieht doch nicht gut aus. Was ist das? Sorry, dass ich euch eine Freude machen wollte. Wir können ihn ja immer noch entsorgen. Frohe Weihnachten, Malenchi. Ihr wusstet nicht, wo ihr denn abstellen sollt, oder? Ja. Das sieht aus wie der Brunnen von The Ring, wo dieses Mädchen so hochkommt. Kennst du das? Ja, ja, der war gestern eh da. Was? Malenchi? Oh mein Gott, du schaust so aus wie Malenchi. Ist nicht böse gemeint. War nicht böse gemeint. Aber wir haben uns dann echt gut verstanden. Du bist jetzt Fake-Influencerin? Ja. Nein. Snapchat explodiert. Ich habe den Account 2 Tage, ich habe schon 1000 Stories. Wenn du actually mit dem Geld verdienst. Jungs sind ekelhaft. Ich wette, du hast von Leon schon eine DM bekommen, ohne dass du es weißt. Ich muss kurz was deabonnieren. Leon kommt so bei der Tür rein. Oh, Cindy, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ah, das ist bestimmt die neue Haushaltshilfe. Die Beine haben nur am wenigsten Haar. Ich fühle mich wie ein Nutten. Du schaust so cool aus, ich bin so aus. Danke. Diese Mädchen in der Schule immer, nein, du schaust gut aus. Denkst du, wärst du ein guter Vater? Nee. Warum? Ich kann das nicht, glaube ich. Warum? Ich weiß Zeugen nicht. Oder ich Vater sein? Malenchi wollte euch was zeigen. Leute, ich habe halt jetzt so für die Vlogs ein Tattoo gemacht. Das habe ich mir mit Mikes Kamera tätowieren lassen. Das ist krass, weil ich die gleiche habe, das ist die unsere Kamera. Ich bin gerade aufgewacht und höre irgendwie so ein komisches Quietschen. Irgendwas ist hier anders. Hier ist alles normal. Hier ist auch alles normal. Bist du beim Schrank? Ja, da ist jemand im Schrank. Komm raus. Das ist Jeff. Und Hannah hat ihn seit den letzten Vlogs vielleicht nicht ganz so gut in Erinnerung. Aber heute gibt's statt einem gefährlichen Tier etwas viel Besseres. Willst du die Augenbinde mal abnehmen? Ja. Oh! Guck, jetzt wurde mir ausgespuckt. Hallo. Hi, ich bin Mama. Heiraten wir jetzt, oder? Ich weiß es nicht. Du musst meine Mama fragen. Ja. Du hast halt... Sorry. Sorry. Und du dachtest, es gibt nur den Adi. Ich bin ja gerade bei Antenne Steiermark im Radio. Haben schon mal so richtig komische Leute angerufen? Ja. Sorry. Weißt du, was das Krasseste ist? Ja. Die gehen dann bei TikTok durch die Decke. Oh, diese scheiß TikTok. TikTok, so ein Wort. Guten Morgen. Wie war's? Bist du eigentlich gut im Zielen? Ja. 3, 2, 1. Oh nein! Wir machen das wie so ein blinder Esel. Du steckst es einfach rein. Blind. Wie so eine Ärztin. Okay, ich glaube, das waren 10 Euro. Beste Welt. Warte, oh, wer ist das? Beste? Macht sich keine Sorgen, gib alles unter Kontrolle. Okay. Hallo. Nur Anruf kam rein, soll es Drogen geben. Drogen? Was für Drogen? Weird, auf jeden Fall. So nervig. Was ist jetzt schon wieder? Habt ihr noch was? Ja. What's up, Marlene kommt gleich ins Hotel und wir haben dem Rezeptionisten gesagt, dass sie gleich in die Ganzkörper-Desinfektionsdusche muss. Und jetzt schauen wir mal, wie sie reagiert. Sebastian ist da. Aber sie muss in den Garten kurz desinfektieren. Es gibt eine Desinfektierdusche da. Okay. Und sie muss in den Garten kurz desinfektieren am Anfang. Mit? Ja. Werde ich dann nass? Ist ein bisschen.
Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Ich ruf kurz an. Marlenchi, glaubst du echt, du musst deinen ganzen Körper desinfizieren? Das ist doch scheiße. Willst du duschen gehen? Nein, bitte. Was ist denn das für ein Märchen, wo die Ohren in den Brunnen? The Ring? Märchen. Es gibt ein Märchen, wo die Ohren in den Brunnen runterschreien. Sie schreit immer in den Brunnen. Ich stelle mir das natürlich gerade so vor, die Prinzessin kommt so raus. Guten Morgen. Nachdem der Sturm weg war und unser professioneller Kapitän uns das Okay gegeben hat, war es Zeit für einen noch professionelleren Crashkurs. Mehr oder weniger. Das ist keine Ahnung, was er gesagt hat, oder? Sander, mach dir das Wasser schon warm. Danke. Wir sind hier bei einem echten Wrestlerring. Hat irgendjemand Kampfsport erfahren? Ich hab zwei Brüder. Niemand. Sander, ich habe deine Blicke gesehen. Findest du den Wrestler nice? Ich bin wirklich ganz gut. Sandra Hash gegen Peter White. Jetzt hat sie verloren. Manipulation. Manipulation. Oh, Sandra. Oh, Sandra. Du hast mein Trainer. Oh, oh. Oh mein Gott! Diana sieht so, wie er sich das Shirt auszieht und so, ich will auch. Boah, das sind drei Haarfarben. Such dir eine blind aus und die bekommst du heute. Darf ich wenigstens wissen, welche drei? Wir haben blau, wir haben rot und wir haben pink. Welche hättest du denn gern? Blau, rot ist okay. Aber pink, ah! Ich nehme jetzt einfach mal die goldene Mitte. 3, 2, 1, Augen auf. Hab ich das wirklich gemacht? Du hast es gezogen. Fuck! Nein! Das war nicht abgemacht! Doch! Diese Pech kann ich ab! Mike, ich fange am Donnerstag zum Arbeiten an. Ich kann nicht an meinem ersten Tag mit pinken Haaren kommen. Was ist denn Mechanophobie? Angst vor Bojen. Das nennt man Mechanophobie. Was mit David Bowie? Ich hab da was reingetan in diese Box und du musst erraten, was es ist. Ist es ein Analplug oder sowas? Es wäre Runde 2 gewesen. Steckt mir das irgendwo rein? Ist es für ein Schlafzimmer? Ja. Was ist das? Ist das ein Massageding? Ein Nippelsauger. Ein Nippelsauger! Kennst du das, wenn ihr beim Friseur seid und der ist so mega nervig? Wie denn? Und? Sind schon geimpft? Wow! Haben schon Mittagessen? Für wen machen sie sich so fesch? Und in welchem Level sind schon bei Candy Crush? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was macht ihr da? Heute kläre ich auf über... Soziale Netzwerke! Das ist doch voll so. Oh, hab ich das gesagt? Mobbing. Ganz großes Thema, seit Social Media gemacht, werde ich von Mike Wallace gemobbt. Xing ist wieder voll im Durchbruch. Ich finde, du sollst besonders aufs Zweite eingehen. Die Hörer kennt jeder das soziale Netzwerk. Google? Nee. Xing? Nein, das steht nicht Google. Facebook? Nein, das steht denn da bei dem Roten? Wie viele Follower hat die Person mit den meisten Followern, mit der du schon mal was hattest? Auf beiden Accounts zusammengerechnet 1 Million. Können wir einen neuen Rekord machen heute? Nee, ja. Nein? Ich rede von mir. Leon ist gestürzt mit dem Roller. Nein. Der hat sich da was verrenkt oder so? Ich weiß nicht. Da musst du ein Röntgen machen. Aber ich habe ein Röntgengerät dabei. Ja? Ja, ich hast du Röntgengerät? Sehr gut. Hast du echt ein? Nee. Wir nehmen auf. Los geht's. Don't tell me nothing. Nein, 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 so geht das nicht. Don't tell me. Du kannst so. Was du, wie du für mich in meinem Kopf ausschaust? Guten Morgen! Sorry. Sorry. Können wir das nochmal machen? Ich hab's nicht geschafft.